إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Ich hoffe, dass aufgrund des kalten Wetters die Leute trotzdem bereit sind, die Salawat zu sprechen auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß, heute ist ein sehr, sehr kalter Tag, vor allen Dingen für die Araber, für die Südländer. Wir haben uns sehr, sehr schwer bei so einem Wetter, aber Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alles Prüfung für uns, für die wir belohnt werden. Möge Allah jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Sünden vollständig vergeben und ihn in das höchste Paradies eingehen lassen. Mit Habibullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liebe Geschwister, wir haben immer nur sehr wenig Zeit, deswegen versuchen wir die Zeit so günstig wie möglich auszunutzen, inshallah ta'ala. Und heute werden wir über ein wahrlich sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar, was ist die Weisheit von Allah Azza wa Jal Subhanah, wenn er uns prüft? Und wie viele Diener von uns werden geprüft? Es gibt Leute, die werden ungerecht getötet. Und ihre Angehörigen müssen das tatenlos mitsehen. Und es gibt Leute von uns, sie werden geprüft mit einer schweren Krankheit, die so schwer ist, dass man jeden Tag sich sogar den Tod wünscht. Möge Allah uns bewahren. Und es gibt Leute, die werden geprüft, indem sie ihr gesamtes Vermögen verlieren. Und wieder andere, liebe Geschwister, verlieren ein Familienmitglied, ihre Frau oder ihre Kinder oder ihre Mutter oder ihren Vater. Dieses alles sind Prüfungen von Allah Azza wa Jal. Wieder andere werden aufgrund ihrer Religion geprüft, weil sie angefangen haben, sich zu reinigen, sich gegenüber Allah Azza wa Jal zu unterwerfen, nach dem Tawhid, nach der Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a. So gibt es viele Probleme, denen sie tagtäglich gegenüberstehen. Alles Prüfung aufgrund der Religion. Manche Leute sagen nur La ilaha illallah, daraufhin werden sie bekämpft, von morgens bis abends. Wie geht ein Muslim mit solchen Prüfungen um? Und vor allen Dingen ist wichtig für uns heute zu erfahren, wer ist überhaupt Allah Azza wa Jal? Wallahi, viele Muslime kennen ihren Herrn, ihr Rabb Allah Azza wa Jal nicht. Und weil sie diese Unwissenheit gegenüber Allah haben, vermuten sogar manche schlecht über Allah. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer heiligen Überlieferung, Ana inda dhanni 'abdi bi. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. Wenn er gut über mich denkt, er weiß, dass ich nie ungerecht bin. Er weiß, dass ich allweise bin, dass ich alles mit einer Weisheit mache. Er weiß, dieser Diener, dass ich alles mit Wissen mache. So ist das zum Guten für ihn. Aber wenn er schlecht über mich vermutet, so ist das gegen ihn. Allahu Akbar. Eine gewaltige Überlieferung, liebe Geschwister, die jeden Jahil hier ausklammert. Du darfst kein Jahil sein. Du darfst kein Unwissender sein. Wenn deine Vermutung über Allah schlecht ist, so bekommst du von Allah nur das Schlechte. Eine Person, er sagt sich, ich habe sowieso zu viele Sünden. Es lohnt sich nicht für mich, den Weg der Tugendhaften einzuschreiten, zu beschreiten. Allah wird mich sowieso bestrafen. Was wird sein Resultat sein bei Allah? Allah wird ihn bestrafen. Warum? Weil das seine Vermutung über Allah Azza wa Jalla. Ein anderer, er fällt
und steht wieder auf. Und fällt und steht wieder auf. Ich meine damit, er sündigt und kehrt wieder zurück zur Religion. Und er sündigt und kehrt wieder zurück zur Religion. Dieser, liebe Geschwister, hat eine gute Vermutung von Allah Azza wa Jal. Er sagt, Insha'Allah wird Allah mir vergeben. Ich habe das Beste versucht, so wird Allah ihm vergeben. Subhan al-Malik. Das ist Allah Azza wa Jal. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er gut über mich denkt, dann zu seinem Vorteil. Wenn er aber schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachteil. Wie viele Leute, als sie geprüft wurden mit einer Krankheit oder mit dem Verlust von ihrem Vermögen, so haben sie im Herzen gesagt, diesen Herrn Allah will ich nicht anbeten. Was wird das Resultat für solche Leute sein? Allah Azza wa Jalla wird sie bestrafen. Anstatt, dass sie Allah kennenlernen und versuchen zu verstehen, was ist die Hikma von Allah, was ist die Weisheit von Allah Azza wa Jalla, dass er uns allesamt prüft, so hätten wir nicht die Vermutung gehabt, die wir heute allesamt äußern. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen reinigen. Und die Grundlage ist, liebe Geschwister, und hier fängt schon der Jahl bei den meisten Muslime an. Allah hat uns nur erschaffen, damit er uns prüft. Subhanallah. Der einzige Grund, warum Allah uns erschaffen hat, ist, damit er uns prüft. Subhanahu wa ta'ala. So sagt er uns, Allah Azza wa Jal. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Wir werden euch prüfen mit Schlechtem und mit Gutem und zu uns kehrt ihr zurück. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي. Wir haben doch den Menschen nur deswegen erschaffen, damit wir ihn prüfen. Eine Frage, liebe Geschwister. Sollen wir uns jetzt noch über Prüfung beklagen? Nachdem Allah uns klar gemacht hat, dass der einzige Grund, warum Allah uns erschaffen hat, nur der ist, damit er uns prüft, subhanahu wa ta'ala. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft, wer die besten Taten unter euch macht. Prüfung. Allah Azza wa Jal hat dieses Leben erschaffen, damit er uns prüft, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir diese Worte heute studieren und verinnerlichen und verstehen, könnten wir heute mit dem Dars aufhören. Jetzt weiß jeder von uns, dass wir nur erschaffen worden sind, um geprüft zu werden. Das heißt, niemand von uns darf sich beklagen über Prüfung. Warum? Weil das der einzige Grund war, warum wir erschaffen wurden. Wenn du dein Leben nicht magst, dann bitteschön. Aber wer wird sein Leben hingehen? Wer wird sein Leben aufgeben? Keiner wird das tun. Deswegen nehme die Wahrheit an. Und wisse, Allah hat dich erschaffen, damit er dich prüft, subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten haben ein Beispiel geprägt, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt über diese Dunya, dass er sie nur erschaffen hat, damit er uns hier prüft, wie wir gerade gehört haben. Und die Gelehrten sagen, das ist das Beispiel von einer Person, dem wird gesagt, geh in dieses wunderschöne Schloss herein und du bekommst 3 Minuten Zeit, wenn du hereingehst in das Schloss, dann nehme mit, was du auch nehmen kannst und dann komm wieder heraus aus diesem Schloss. So geht der Diener in dieses Schloss herein. Und dieses Schloss ist die Dunya. Dieses Schloss ist die Dunya. Und wenn er dieses Schloss betritt, dann sieht er um sich Rubinen, Juwelen, Smaragde, Gold, Silber. Und er ist nur damit beschäftigt, hin und her zu schauen. Und seine Zeit läuft. Und dann guckt er nach links. Und er sieht eine wunderschöne Königsfrau, die Treppen herunterkommt. Sein Blick bleibt fixiert auf diese Frau und die Zeit, sie läuft. Dann läuft er eine Etage hoch in diesem Schloss und er sieht wunderschöne Transportmittel. Ein Auto schöner als das andere und die Zeit läuft. Und ehe er sich versieht, sind die 3 Minuten vorbei.
Und er geht mit leeren Händen heraus. Was hat ihn abgelenkt? Was hat ihn abgelenkt von dem Schatz, etwas mitzunehmen? Nur die Dunya. Und das ist das Beispiel von uns, liebe Geschwister. Allah hat auf dieser Dunya wunderschöne Sachen gelassen. Er hat wunderschöne Sachen erschaffen. Gold, Silber, hübsche Frauen, schöne Transportmittel. Wir gucken nur links und nach rechts und vergessen, was mitzunehmen. Die guten Taten. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Warum? Damit er euch prüft, wer die besten Taten macht. Was will Allah Azza wa Jalla von uns, dass wir hier in dieser Dunya machen? Die besten Taten mitzunehmen. Was haben wir aber gemacht? Wir haben unsere Blicke allesamt schweifen lassen, so dass wir die guten Taten vergessen haben. Und so sind wir herausgegangen von dieser Dunya ohne gute Taten. Aber wir haben hier einen Weg eingeschlagen und dort, und hier hat uns die Dunya gefallen und dort haben wir nach dem Grünen geschaut, hier nach der Frau, dort nach dem Gold, hier nach dem Transportmittel. Zum Schluss wirst du nur von der Dunya bekommen, was Allah für dich geschrieben hat, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ أَوْ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Er bekommt, der Diener, nichts von der Dunya, außer was Allah ihm geschrieben hat. Ich wundere mich über Leute, die denken, dass sie ihr Rizq im Haram verdienen können. Ihr Rizq bedeutet ihre Versorgung. Allah hat diese Versorgung geschrieben, für jeden von uns. Und wenn dein gesamtes Vermögen beim Tod 100.000 Euro und 20 Cent sind, so hat Allah das für dich geschrieben, samt den 20 Cent. Wenn Allah aber nichts für dich geschrieben hat, wallahi, du kannst in der gesamten Welt nach links und nach rechts laufen, nach oben und nach unten. Du kannst versuchen, jeden Weg einzuschlagen, um Risk zu bekommen. Du wirst diesen Risk nicht bekommen. Das musst du verstehen. Heißt das jetzt, Abu Bara, ich setze mich zu Hause hin in meinem Wohnzimmer und da ist sowieso schon eine Delle im Fernsehsessel, weil ich 24 Stunden drauf sitze und den ganzen Tag Fernsehen gucke. Heißt das, ich hebe einfach meine Hände und sage, ja Allah, gib mir Risk und damit ist die Sache gegessen? Nein. Allah erwartet von uns, dass wir uns was bewegen, dass wir die Mittel schaffen, damit wir auch das bekommen. Wie wenn jemand heiratet. Allah Azza wa Jalla hat für ihn geschrieben, dass er Kinder bekommt, ja oder nein? Ja. Ja, aber wenn er nicht heiratet, bekommt er die Kinder? Nein. Malik? Nein. Sehr gut, du hast gut im Biologieunterricht aufgepasst. Das heißt, wir müssen was schaffen? Die Mittel. Ohne die Mittel werden wir nicht von Allah Azza wa Jalla bekommen, was er für uns geschrieben hat. Das sollten wir erstmal verstehen, liebe Geschwister. Einer von uns trauert um sein Geld, um sein verlorenes Kind, um seine verlorene Mutter, um seinen verlorenen Vater. Oder sein Bruder ist schwer krank. Was tun? Schlecht über Allah denken und sagen, er meint es eh nicht gut mit uns. Oder lieber verstehen, was hat Allah Azza wa Jal überhaupt mit uns vor, wenn er uns prüft, subhanahu wa ta'ala. Und du solltest wissen, o Diener Allahs, dieser Herr Rabb Allah ist vollkommen. Wisse, dass Allah Azza wa Jal in keinster Weise ungerecht ist zu seinen Dienern. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْحَبِيدٍ. Und ich bin zu meinen Dienern nicht ungerecht, sagt Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Das ist anders, als wenn wir diese Wörter sprechen. Als wenn wir sagen, ich bin nicht ungerecht. Du bist hundert und tausendmal ungerecht. Aber Allah, er ist nicht ungerecht, subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal macht alles mit seiner Weisheit. Nichts nimmt er von dir hier in dieser Dunya, außer dass er dir etwas Besseres dafür gibt. Lasst uns hören, was die Weisheit von Allah Azza wa Jal ist, dass er uns prüft, liebe Geschwister. Die erste Weisheit ist At-Tamhis. Allah Azza wa Jal sondert uns aus. Er unterscheidet zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, zwischen den Wahrhaftigen und den Lügnern, zwischen denjenigen, die geduldig sind auf dem Weg Allahs und diejenigen, die Allah Azza wa Jalla nicht lieben. Das ist die erste Stufe, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben. Habt ihr alle gesagt, wir glauben? Was haben wir gesprochen, als wir Muslime geworden sind? Die Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Glauben die Menschen, so sagt Allah Azza wa Jalla, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, wir haben alle dieses bestätigt, dass wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen werden. Was hat Allah uns hier bestätigt? Dass sobald wir uns als Gläubige sehen, bezeichnen, bestätigen, was muss jetzt anfangen? Hä? Die Prüfung. Und wir werden sie so prüfen, wie wir diejenigen geprüft haben, die vor ihnen waren. So wird Allah die Gläubigen erkennen, die Wahrhaftigen, und er wird genauso gut die Lügner erkennen. Und wenn wir hier in dieser Aya sagen, so wird Allah diejenigen erkennen, kennt Allah sie schon? Natürlich. Allah Azza wa Jal erkennt alle seine Diener, subhanahu wa ta'ala. Bevor er sie erschaffen hat, kannte er schon all ihre Taten, subhanahu wa ta'ala. Das heißt mit anderen Worten, der einzige Grund, was Allah jetzt von dir in der ersten Stufe möchte, ist, um zu sehen, ob du wahrhaftig oder ein Lügner bist. Und die meisten fallen schon in der ersten Stufe durch. Ey Wallah, wie viele Leute haben wir, liebe Geschwister, die, solange es ihnen gut geht, sagen, Ana Mu'min, ich bin ein Gläubiger und ich bin der beste Gläubige und ich werde auf diesem Weg bleiben. Das sind Worte, die er gesprochen hat, die aber noch nicht bestätigt wurden. Wann werden diese Worte bestätigt? Erst bei der Prüfung siehst du dein Iman. Du kannst sagen, was du sagen möchtest. Du kannst uns ganze Bücher schreiben, dass du Abu Mu'min bist. Schreib so viele Bücher, wie du willst. Aber wann kommt die Wahrheit heraus? Bei der ersten Prüfung. Und so siehst du viele Geschwister. Sie fangen an zu praktizieren. Dann kommen die ersten Probleme. Von wem meistens schon? Von der eigenen Familie. Subhanallah. Er war gestern in der Disco, hat Zina gemacht, hat Alkohol getrunken, hat vielleicht sogar Drogen genommen, war ein schmutziger, verdorbener junger Mann und Allah hat ihn recht geleitet. So begeht er diesen Weg, so beschreitet er diesen Weg, das erste Wort von der Familie dann, Salafist. Wir wussten, du bist ein Terrorist, ein Extremist, subhanallah, der war gestern noch in der Disco und der war gestern noch in der Shisha-Bar. Und er hat gestern noch Leute zusammengeschlagen. Auf einmal ist er ein Salafist. Ja, weil man das den Muslimen beigebracht hat zu sagen. Von wem haben die Muslime das gelernt? Von den Kuffar. Deswegen, das ist die erste Prüfung. Von der eigenen Familie. Zweitens, in der Schule, auf der Arbeit, von den Behörden. Du wirst von jeder Stelle attackiert. Warum? Weil du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Schreibt genau wie sein Vater, wenn er hungrig ist. Nur weil er was sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und subhanallah, liebe Geschwister, diese Prüfung ist ein Beweis, ob du standhaft bist oder nicht. Du hast La ilaha illallah gesagt, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sie haben sie nur gehasst, wer? Die Kuffar, die Muslime. Dann meine ich das im Allgemeinen. Allah spricht allgemein, auch im Koran. Das heißt, nicht jeder einzelne Ungläubige hasst die Muslime, nein. Aber im Gesamten, in der Allgemeinheit, die Mehrheit. Sehen wir das? Wir sehen das. Und sie haben sie nur gehasst, weil sie an Allah, den Einzigen, den Lobenswürdigen, geglaubt haben. Subhanallah. Was sind das für Herzen? Warum hassen sie uns? Sie hassen uns, weil wir an Allah glauben.
Frage: Wer hat dich damals attackiert, als du all diese Sünden gemacht hast, die ich vorhin erwähnt habe? Als du Alkohol getrunken hast, als du Drogen genommen hast, als du Sinner gemacht hast. Dein Vater hat dir nicht dieselben Probleme gemacht, wie jetzt, als du endlich angefangen hast, dich zu reinigen. Es stimmt hier irgendwas nicht. Was nicht stimmt, ist nicht dein Weg, du bist auf der Wahrheit. Alhamdulillah, möge Allah uns alle befestigen. Was hier nicht stimmt, ist, dass Leute im Laufe der Zeit verdorbene Herzen bekommen haben. Herzen, die Allah Azzawajal nicht lieben. Herzen, die Allah Azzawajal in der Dunya schon bestraft, bevor sie zu ihm Yawmul Qiyamah zurückkehren. Das ist der Punkt. Aber wisse, o Diener Allahs, ab jetzt, wo du gesagt hast, ich glaube, so musst du jetzt dein Glauben bestätigen. Wie? Indem Allah dich mit allem prüfen wird und deine Aufgabe ist es nur, standhaft zu bleiben. Denn Allah hat diejenigen erwähnt, die mit den Lippen sagen, dass sie Gläubige sind, aber nachdem die Prüfung gekommen ist, so haben sie den Weg gänzlich verlassen. Wal-iyadu billah. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Und unter den Menschen gibt es manche, sagt Allah Azza wa Jalla, die Allah nur am Rande dient. Schaut mal her, liebe Geschwister. Das ist jemand, der Allah am Rande dient. Das ist der gesamte Iman. Und er dient Allah wo? Nur am Rande. Was meint Allah Azza wa Jalla? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns manchmal die Sache im Koran mit den Worten. Allah Azza wa Jalla. Wenn er Gutes bekommt, solange es ihm gut geht, was macht er? So? Hä? Ist er damit zufrieden? Es gibt Leute, der hat den Islam angenommen und erstmal lief alles gut. Und er hat gesagt, ich bin der Gläubige. Seid froh, dass ihr so einen Gläubigen wie mich habt. Einer, der morgen die gesamte Umma führen wird. So hat er gesprochen. Ein paar Tage später kam schon der Verfassungsschmutz. Wir machen uns Sorgen um dich. Macht euch lieber Sorgen um euch selber, dass ihr ohne den Islam stirbt. Möge Allah diese Leute recht leiten. Und ihnen einen sauberen Job geben als den Schmutzjob. Wir machen uns Sorgen um. Haben sie ihnen das gesagt, als er Schlägereien gemacht hat? Als er Drogen verkauft hat? Haben sie sich Sorgen um ihn gemacht? Nein. Da hat sich keiner Sorgen gemacht. Da waren sie zufrieden mit ihm. Dieser wurde geprüft. Was ist passiert daraufhin? Er hat den Weg verlassen. Frage an euch. War er aufrichtig? Was sagt Allah Azza wa Jalla? So werden wir diejenigen prüfen, so werden wir euch prüfen, wie wir diejenigen geprüft haben, die vor euch waren. So wird Allah wen erkennen? Die Wahrhaftigen und die Lügner. Dieser gehört leider zu den Lügnern. Möge Allah uns bewahren. Das ist die erste Prüfung von Allah. Ja, Achi, die erste Prüfung von Allah, du fällst schon durch. Allah hat noch nicht angefangen, dich richtig zu prüfen. Die erste Prüfung ist, damit Allah sieht, ob du zu den Wahrhaftigen oder den Lügnern gehörst. Und als du La ilaha illallah gesagt hast, war das nicht ein Bekenntnis, dass du ab jetzt gesagt hast, diesen Weg werde ich beschreiten bis zum Tod? Oder war das von dir nur ein Lippenbekenntnis? Solange alles gut läuft, bin ich dabei. Das ist wie jemand, so beschreiben ihn die Gelehrten, der ist beim Kampf im Krieg und er sieht den großen Sieg für seine Truppen. Dann geht er in die erste Reihe, in die vorderste Reihe. Er sagt, kommt alle her, ich bin bereit, euch zu bekämpfen. Warum? Weil er weiß, der Krieg ist sowieso schon gewonnen. Die Letzten laufen noch mit halb zerfetzten T-Shirts weg. So sagt er, ich bin hier, kommt alle. Und die sind dabei, wegzugehen. Aber wenn er sieht, dass der Krieg am Wüten ist, und hier kommt eine Rakete, und dort kommt eine Munition, und hier wird was explodiert, so sagt er, besser, ich stelle mich in die letzte Reihe. Das ist dieser Mann. Möge Allah uns bewahren.
dass es nur dieser Mann, liebe Geschwister. Was macht er daraufhin? Er hofft, dass er nicht geprüft. Und daher sage ich dir, gehöre nicht zu denjenigen, die schon in der ersten Runde alles verlieren. Allah möchte wissen, ob du wahrhaftig bist oder ein Lügner. Und wenn Allah dieses gesehen hat, dass du jetzt die erste Stufe erreicht hast, dann kommt die zweite Stufe. Was ist die zweite Stufe? Und heute lernen wir Allah Azza wa Jalla kennen. Die zweite Stufe, liebe Geschwister, ist At-Tathir. Allah möchte dich von den Sünden reinigen. Allahu Akbar. Und durch die Prüfung reinigt Allah dich von deinen Sünden. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيرًا. Allah wird den Mu'min, den gläubigen Mann und die gläubige Frau so lange prüfen mit sich selber, mit ihrem Kind, mit ihrem Vermögen, bis sie Allah antreffen und er ihnen jede Sünde in dieser Dunya vergeben hat. Allahu Akbar. Wie unwissend wir doch gegenüber Allah sind. Die erste Prüfung war was? At-Tamhis, dass Allah dich auserwählt unter denjenigen, die wahrhaftig sind oder die Lügner sind. Wenn du wahrhaftig warst, dann wirst du jetzt emporgehoben in die nächste Stufe. Worum geht es bei der nächsten Stufe? Um die Reinigung. Allah prüft dich. Was heißt, er prüft dich? Du bist ein Gläubiger, du bist eine gläubige Schwester. Jetzt kommt die Prüfung mit deinem Geld, mit deinen Kindern. Mit, bis Allah dich von allen Sünden reinigt. Und wir haben mehr als genug an Sünden, möge Allah uns vergeben. So reinigt Allah uns von allen Sünden, bis wir am Tage der Auferstehung vor ihm stehen, subhanahu wa ta'ala, und wir sind vollkommen gereinigt ohne Sünde. Allahu Akbar. Hikma von Allah Azza wa Jalla. Das heißt, diese Prüfung, die Allah dir gibt hier in dieser Dunya, sie sind nur, damit er dich reinigt von den Sünden. Jetzt gibt es Leute, liebe Geschwister, sie wurden in der ersten Stufe geprüft. Allah hat gesehen, dass sie wahrhaftige sind. In der zweiten Stufe, Allah hat sie gereinigt von all ihren Sünden. Aber die Prüfung gehen und gehen weiter. Und das ist die dritte Stufe. Allah möchte sie um Rangstufen im Paradies erhöhen. Subhanallah. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna rajula latakunu lahu inda Allahil manzila fama yablughaha bi'amalin fama yazalu yabtalihi bima yakra hatta yablughaha iyah. Eine Person, er hat eine Stufe bei Allah azza wa jalla, die Allah für ihn erwählt hat im Paradies. Und ihr wisst, das Paradies hat wie viele Stufen? Wie viele Stufen hat das Paradies? 100 Stufen, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari heißt, liebe Geschwister. Aber wisse, 100 Stufen bedeutet nicht, dass zwischen jeder einzelnen Stufe nochmal Ränge sind. Und diese Ränge von einem zum anderen sind 500 Jahre Unterschied. Möge Allah uns das Paradies schenken, ohne Abrechnung in dieser Welt. Allah, er prüft dich, warum? Er hat für dich eine Paradiesstufe vorgesehen. So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, du hättest niemals diese Paradiesstufe erreicht mit deinen Taten, die du verrichtest. Alhamdulillah, du betest, du fastest, du spendest, du tust das Gute, du liest den Koran, du machst Dhikr. Diese Taten sind gute Taten, aber du würdest niemals mit diesen guten Taten diese Paradiesstufe, die Allah azza wa jalla für dich vorgesehen hat, erreichen. Was macht Allah Azza wa Jalla jetzt? Er prüft dich weiter. Warum? So sagt er Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. So prüft Allah ihn so lange mit Dingen, die er liebt oder hasst, die er hasst, damit Allah ihn in die jeweilige Stufe hereinbringen kann im Paradies. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Was denkt die Ayyub alaihi salatu wa salam?
Er war ein Prophet. War er wahrhaftig? Darüber brauchen wir nicht zu reden. Was hat Allah Azzawajal mit Ayyub alayhi salatu wassalam gemacht? Lasst uns die Geschichte hören, liebe Geschwister. Ayyub alayhi salatu wassalam war reich. Er hatte viel Vermögen gehabt, viele Länder. Und er hat eine große Familie gehabt, eine Frau und viele Kinder. Allah liebt seine Propheten. Und dieser Prophet Ayyub alayhi salatu wassalam hat eines Tages eine gewaltige Prüfung bekommen. So ist er schwer krank geworden. Wie lange? 17,5 Jahre bis 18. 18 Jahre wurde Ayyub geprüft mit einer Krankheit, die sehr schmerzhaft war. Es gibt viele Aussagen, was diese Krankheiten waren, was diese Krankheit war, liebe Geschwister, aber manche Sachen können wir nicht hinnehmen. Auf jeden Fall, wir belassen es dabei, eine Krankheit, die sehr schmerzhaft gewesen ist. Und die Freunde sind ihm davon gelaufen, weil die Leute haben schlecht vermutet über Ayyub. Bis nur noch zwei seiner engsten Freunde zum Schluss gewesen sind. So sagte sogar einer von diesen zwei engsten Freunden von Ayyub, قال أحدهما لصاحبه, einer sagte zu seinem Freund, er sagte zu ihm, تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. أعوذ بالله. Er sagt zu ihm, weißt du, Ayyub, er hat eine Sünde gemacht, die noch nie zuvor jemand von der Menschheit gemacht hat. Allahu Akbar. Dann sagte der andere, وماذا, der macht auch noch mit. وماذا, was ist das, was soll diese Sünde sein? قال من ثمانية عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. So hat Allah ihn seit 18 Jahren mit einer schweren Krankheit geprüft, aufgrund seiner Sünde, die er gemacht hat, meint er. Und Allah, er wird nicht barmherzig mit ihm sein, er lässt ihn, Allah ist nicht barmherzig mit ihm, so dass er diese Sünde, so dass er diese Krankheit von ihm hinwegnimmt. Allah ist zornig auf Ayyub, meinte er damit, und Allah bestraft Ayyub gerade mit dieser Krankheit. A'udhu billah. Schaut, liebe Geschwister, dass Leute über Propheten schlecht vermuten, wenn sie was sind. Ulama oder Johan. Johan, Unwissende. Sie haben über Ayyub überlegt, einen Propheten. Wie kann Allah Azzawajal einen Propheten erniedrigen? Allah hat ihn doch auserwählt unter allen seinen Dienern. Wie kann Allah Azzawajal einen Propheten vor der Menschheit bloßstellen? Denn dieser Prophet ist doch geschickt worden zu dieser Menschheit. Was hat dieser eine gesagt? Allah möchte ihn nicht gesund machen, denn dieses aufgrund der Sünde von Ayyub, die er gemacht hat. Als Ayyub gesehen hat, dass die Leute anfangen, sich in gefährliches Gewässer zu begeben, dass sie so üble Annahmen haben, so machte Ayyub ein Dua, alayhi salatu wassalam. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. O Allah, sagt er, Ayyub alayhi salatu wassalam, nur wegen diesem Johann, mich hat Leid erfasst. Ich werde gerade mit etwas geprüft und du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Hat er ihn gesagt, hat Ayyub in seinem Bittgebet gesagt, ja Allah, nimm die Krankheit von mir weg? Nein. Als ob Ayyub alayhi salatu wassalam sagen wollte, ich bin die gesamten 40 Jahre, 50 Jahre gesund gewesen, jetzt soll ich mich wegen 18 Jahre beklagen. Und tatsächlich, Ayyub ist einer der besten Dienern Allahs Azzawajal gewesen. Allah hat ihn ausgezeichnet im Koran. Inna wajadnahu sabira. Ni'ma al-abd innahu awwab. Wir haben doch Ayyub alayhi salatu wassalam als einen geduldigen Diener wiedergefunden. Allahu Akbar. Eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wer hat Ayyub geduldig gemacht in den 18 Jahren? Allah. Daraufhin lobt ihn Allah für das, was Allah ihm gegeben hat. Inna wajadnahu sabira. Wir haben ihn doch als einen geduldigen Diener wiedergefunden. Ni'mal abd, was für ein vorzüglicher Diener. Innahu awwab. Awwab, Ayyub kommt von dem Wortstamm. Jemand, der immer wieder zu Allah zurückkehrt. Wunderschöner Name. Nennt eure Kinder so, liebe Geschwister. Nicht Momo und Jojo, ja, wie in der heutigen Zeit. Möge Allah uns bewahren.
diese Unwissenden dachten, dass Ayyub alayhi salatu wassalam ein Sünder war. Nein. Was hat Allah azza wa jalla subhanahu gemacht? Obwohl Ayyub gereinigt war von den Sünden, was wollte Allah für Ayyub alayhi salatu wassalam? Was wollte Allah für ihn? Eine höhere Stufe, die beste Stufe unter den Dienern. Deswegen hat er ihn so lange geprüft mit dem, was uns wehtut. Und wir sollten hier eine Sache betrachten. Allah prüft uns nicht mit Dingen, die uns leicht fallen. Stellt euch vor, unsere Prüfung für das Paradies wäre nur, dass wir keine Essiggurken essen müssten. Stellt euch vor, wäre das eine Prüfung? Ja oder nein? Ja. Da liebt jemand sehr die Essiggurken. Das war eine ganz schön saure Antwort. Das wäre keine Prüfung für uns. Aber was ist eine Prüfung für uns? Dass wir mit Dingen geprüft werden, die uns schwerfallen. Die uns was? Schwerfallen. Eine Sache, darauf kann jeder von uns verzichten, ohne Probleme. Aber andere Sachen sind sehr, sehr schwer für uns zu ertragen, liebe Geschwister. Erste Stufe, Allah azza wa jalla, was macht er? Er schaut, ob wir wahrhaftig oder Lügner sind. Wer von euch möchte zu den Wahrhaftigen gehören? Alle mal melden, inshallah. MashaAllah, tabarakallah. Wallahi, das freut mein Herz. Möge Allah azza wa jalla euch wahrhaftig machen, so wie ihr es in dieser gesegneten Moschee vor Allah bezeugt habt. Ich habe euch ganz schön reingelegt. He? Ihr habt das alle jetzt vor Allah bezeugt. Wer möchte jetzt noch wahrhaftig sein? Alhamdulillah. Eine Frage an euch. Wer ist bereit, sein Islam aufzugeben für 50.000 Euro? Zu wenig? Zu wenig. Komm mal mit 50.000. 50.000 Euro? Du kannst bei mir eine Menge Süßigkeiten kaufen. Schade, wir müssen ja auch wirtschaftlich an uns selber denken. Tayyip, ein anderes Angebot. Wer von euch würde sein Islam aufgeben für eine der wunderschönsten Frauen, für eines der wunderschönsten Häuser und 1 Million dazu in Bar? Du bist teuer, aber Auto. Was können wir für dich holen? Eine vierte Frau? Nochmal 10 Euro. Subhan al-Malik, als der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam über die Süße des Glaubens gesprochen hat, so sagte er 3 Eigenschaften. Wenn man sie besitzt, wird man was schmecken? Die Süße des Glaubens. Was war das Erste? Bitte. Dass man nicht zurückkehrt zu... Nein, das ist das Dritte. Nein. Dass man Allah und den Propheten am meisten liebt. Dass man Allah und seinen Gesandten über alles liebt. Wir sind schon durchgefahren. Zweiter Punkt. Dass man jemanden nur wegen Allah liebt. Sehr gut. Dass man Allah, dass man die anderen nur für Allah Azza wa Jalla liebt. Dass man Personen nur für Allah Azza wa Jalla liebt. Und wenn sie nicht gute Personen sind, dann liebt man sie oder nicht? Dann lieben wir sie nicht. Und die dritte, schaut mal, das ist das, wonach ich euch gefragt habe, ist, dass du es hast, in den Kuffer zurückzukehren, so wie du es hast, nachdem Allah dich von diesem Höllenfeuer befreit hast, dich wieder wohin zu begeben, in das Höllenfeuer. Wenn du sagst, Wallahi, für nichts in dieser Welt werde ich meine Religion aufgeben, dann hast du den richtigen Glauben verändert. Ich möge Allah uns diesen Glauben immer im Herzen verinnerlichen lassen und damit sterben lassen. Dann hast du die beste Stufe erreicht. Nichts ist wertvoller, was du besitzt, als dieser Glauben. Was? Dass du niemals irgendetwas eintauschen würdest mit dieser Religion. Was glaubt ihr, ist das die Mehrheit der Diener? Hä? Das ist die Minderheit unter den Dienern. Die wenigsten machen. Subhanallah. Ihr wisst, liebe Geschwister, das Höllenfeuer wird voll sein. Allah Azza wa Jalla sagt: "Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti fa taqulu hal min mazid." Allah wird zum Höllenfeuer sprechen, Yawmul Qiyamah,
bist du voll geworden, so sagt das Höllenfeuer, gibt es noch mehr, was ich verschlingen kann. So wird Allah Azza wa Jal dem Höllenfeuer das geben, was es will. Und es werden immer mehr Leute hereingeworfen, die auch ihre Strafe verdienen im Höllenfeuer. Denn Allah ist gerecht, subhanahu wa ta'ala. Bis das Höllenfeuer komplett voll ist. Das Paradies ist anders nach einer Überlieferung bei Imam Ahmad. Das Paradies, liebe Geschwister, wird nicht voll sein. Das Paradies wird nicht voll sein. Inshallah ist diese Überlieferung hasan. Das Paradies wird nicht voll sein. Daraufhin wird Allah Paradiesbewohner erschaffen, um es voll zu machen. Jahannam ist was? Ist voll. Aber das Paradies? Nein. Das ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Kuffar. Wie denkst du jetzt über Allah, nachdem du diese Wörter gehört hast? Immer noch schlecht. Tut es dir immer noch weh, dass Allah dein Vermögen genommen hat, dass Allah deine Arbeit genommen hat, dass Allah dein Haus hat abbrennen lassen, dass Allah Azza wa Jal dich mit einer schweren Krankheit prüft? Nach diesen Worten muss das Balsam für dein Herz gewesen sein, dass du sagst, Alhamdulillah, jetzt werde ich niemals schlecht mehr über Allah Azza wa Jal vermuten. Und ich nenne dir, liebe Bruder und liebe Schwester, und ihr seht, diese Verbrecher bekämpfen unsere Muslime auf der ganzen Welt. Möge Allah jeden töten, der die Muslime tötet. Und ihr seht, ob das in Burma ist. Habt ihr das gesehen? Sie haben zwei Satellitenbilder gezeigt. Das eine Satellitenbild vor einer kurzen Zeit in Burma, da waren noch Häuser, da waren noch Bäume, da war noch Erde. Danach haben sie alles komplett bombardiert. Ethnische Säuberung. Sie sagen es selber, die Kuffar. Warum? Schreiten sie nicht ein? Ich sage euch warum. Die Muslime sind für sie verhasst und das Blut ist billig und deswegen wollen sie nichts mit den Muslimen zu tun haben. Eine Frage. Seit wann ist der Krieg in Syrien? Seit wann? Seit wann? Sagt es mir. Wie bitte? Subhan al-Malik, was ist los mit euch? Nein, nicht schon immer. 2009. Wir sind mittlerweile, in welchem Jahr? Locker im siebten Jahr. Über 1 Million wurden getötet. Von wem? Von den Muslimen. Allahumma dammir a'da' ad-din. Allahumma arina fihim aya rabbal alamin. Macht euch keine Sorgen. Wir sehen diese Leute, unsere Geschwister in Syrien oder an anderen Stellen. Sie werden geprüft. Und während wir die Bilder sehen, oh Allah, ich vertrage diese Bilder nicht, deswegen gucke ich sie nicht. Während wir die Bilder sehen, so denkt der eine oder andere, das sind doch Muslime, warum hilft Allah ihnen nicht? Warum lässt Allah es zu, dass dieser Kafir Assad und seine Truppen und die Kuffar, die schmutzigen Russen und hinter ihnen eigentlich die Weltgemeinschaft steht und es zulässt, dass in Syrien weiter bombardiert wird? Warum lässt Allah das zu? Reicht es nicht, dass sie im Krieg leben? Jetzt kommt noch die Hunger, jetzt kommt noch der Hunger dazu und die Kälte. Und diese Leute besitzen wahrlich gar nichts mehr. Höre diesen Hadith von Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, Inna ummati ummatum marhuma. Laysa alayha fil akhirati hisab. Wa la azab. Innama azabuha fil qatli wal zalazil wal fitr. Allah. Er sagte, meine Umma ist eine Umma, mit der Allah barmherzig sein wird. Und diese Umma wird im Jenseits, höre zu, weder Abrechnung bekommen noch Strafe. Sondern vielmehr ist ihre Strafe, ihr Leid hier schon in der Dunya durch das Töten, durch die Erdbeben und durch die Versuchung, die passieren wird. Was wollte er uns damit sagen? Diese Leute werden geprüft in einem Kriegsland. Richtig. Und hinzu kommt der Hunger, vielleicht sogar Erdbeben. Diese gesamten Sachen kommen dazu. Warum? Nur aus einem Grund. Allah möchte diese Leute im Jenseits nicht mehr prüfen, nicht mehr bestrafen. Deswegen ist das schon ihre Abrechnung in der Dunya. Allahu Akbar.
Deswegen ist das schon ihre Abrechnung wo? In der Dunya. Mit welchen Prüfungen? Mit dem Tod und mit den Erdbeben und mit den Füttern allgemein. Hunger, Durst, Krankheit, Leid. Und ich frage euch, und ich sage euch eins, und bitte schreibt das hinter euren Ohren. Dieser Krieg in Syrien ist nicht von ungefähr. Glaubt nicht, dass Allah Azza wa Jal Muslime so prüft, außer dass sie vorher was gemacht haben? Übertreten haben. Warum? In Syrien, wenn du die Leute fragst vor dem Krieg, Zina war normal, Zinsen nehmen war normal, Alkohol trinken war normal, Töten war normal. Was ist daraufhin passiert? Allah hat sie bestraft. Und in dieser Strafe von Allah liegt Barmherzigkeit. Genauso wie Philistin, liebe Geschwister, Palästina. Wir sind Palästinenser, Alhamdulillah. Was denkt ihr, was die Leute gemacht haben, bevor dieser Krieg war? Wallah al-Azim, ich sage euch nichts Gutes. Redet mit den alten Leuten von Palästina. Der sagt dir, der in Philistin damals keinen Alkohol getrunken hat, galt nicht als Mann. Zina normal, Alkohol normal. Wir denken, wir werden nicht bestraft. Aber sieht Allah, was wir tun? Allah sieht das. Aber bestraft er uns sofort? Wann bestraft er uns? Wenn er subhanahu wa ta'ala das für uns bestimmt hat. Das war alles normal. Und schaut mal, wenn ihr jetzt nach Philistin geht, ich kenne viele Leute, die dort leben, die Leute fluchen über Allah von morgens bis abends. Und die wenigsten haben richtig mit ihrer Religion zu tun. Drogen sind normal. Sie machen sich lustig über die Religion Allahs. Ein Bruder hat mir erzählt, er war in Philistin mit seiner Frau, sie hat Niqab, den Gesichtsschleier, man hat sie ausgelacht. Das nach all den Jahrzehnten der Prüfung. Schaut mal, das Gift ist immer noch in ihren Herzen. Und warum prüft Allah Azza wa Jalla uns? La'allahum yarji'un, damit sie was zu zurückkehren. Und trotzdem sind sie noch nicht bereit zurückzukehren. Wird Allah ihr Leid aufheben, wenn sie nicht bereit sind, zurückzukehren? Nein. Und daher wisset ihr, Geschwister, das muss nicht immer sein. Bitte, dass man mich nicht falsch versteht, dass Allah Azzawajal manchmal jemanden prüft mit etwas, nur weil er ein Schlechter ist. Nein, und das sind meine letzten Worte. Das sind meine letzten Worte. Woran erkennen wir, was eine Prüfung ist? Und woran erkennen wir, was eine Strafe ist? Einer von uns hat zum Beispiel die Krankheit AIDS bekommen. Möge Allah uns alle davor bewahren. Warum? Er hat Zina gemacht und hat diese Krankheit bekommen. Was hat Allah ihm gegeben? Eine Prüfung oder eine Strafe? Eine Strafe. Warum? Weil er gesündigt hat. Eine Person hat so viel Alkohol getrunken, dass er eine Leberzirrhose bekommen hat. Prüfung oder Strafe? Strafe. Das heißt, wenn du sündigst, dich widersetzt gegenüber Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam und dir passiert aufgrund dessen etwas, dieses ist immer eine Strafe. Eine andere Person, er hat gesagt, ja Rabb, lass mich die Hijra vollziehen. Möge Allah uns alle aus diesen Ländern rausbringen. Und zurück zu unseren Ländern, auf dass diese Länder nach dem Islam und nach der Scharia leben. Subhanallah. Er hat alles vorbereitet. Mitten auf dem Weg verliert er sein gesamtes Geld oder es wird ihm weggenommen. Prüfung oder Strafe? Prüfung. Warum? Weil er wollte etwas Gutes tun. Einer verliert seine Frau. Prüfung oder Strafe? Für manche nicht. Für manche ist der glücklichste Tag in seinem Leben. Es hängt von der Situation eines Dieners ab, ob eine Sache eine Prüfung oder eine Strafe ist. Daher, liebe Geschwister, unsere Aufgabe ist, dass wir immer gut von Allah Azzawajal vermuten und dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für seine gläubigen Diener nur das Beste vorgesehen hat in der Dunya und in der Akhira. Deswegen das nächste Mal, wenn du geprüft wirst, so behalte nur einen Hadith in deinem Kopf. Inna Allah ta'ala, idha ahabba qawman,
ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, Menschen liebt, dann prüft er sie. Möge Allah azzawajal uns diese Worte niemals vergessen lassen. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister. Das nächste Mal, inshallah, ist der Unterricht um 19.30 Uhr. Um 19.30 Uhr, weil sich jetzt auch das Escher-Gebet verschiebt. Aber wenn das Escher-Gebet sehr spät sein wird, dann werden wir den Unterricht wieder vorziehen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bevor alle gehen, bitte. Bevor alle gehen, liebe Geschwister, Jazakumullah khairan, nur 2 Minuten, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir sammeln für unsere Geschwister, die jetzt gerade in dem Kriegsland, natürlich wie ihr das alle aktuell gehört habt, die gerade belagert werden von den Feinden Allahs und die kein Essen und kein Trinken haben. Das Mindeste, was wir machen können, nicht nur Dua, Dua ist, das kann jeder machen, aber wir sollten auch spenden für unsere Geschwister. Deswegen, inshallah ta'ala, mein Sohn, geht darum, dass wir etwas auch für die Geschwister spenden. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wer von euch hat alles eine Frage? Wer von euch hat alles eine Frage? Na? Einen Moment bitte. Die Schwestern können ihre Fragen aufschreiben und ein kleines Kind kann dann die Fragen holen von den Schwestern. Nicht, dass wir sie vernachlässigen. Liebe Geschwister, auch von unseren Verwandten gibt es eine Schwester, die sehr krank ist. Man hat bei ihr Krebs festgestellt. Möge Allah azzawajal sie heilen. Möge Allah azzawajal sie mit dieser Prüfung reinigen von ihren Sünden. Wir wollen nur, dass ihr viel Dua für sie macht, bi'idhnillahi ta'ala. Wie auch für jeden anderen Muslim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nochmal bitte, wer hat eine Frage? Die anderen bitte ich, die gehen wollen, dass sie zügig gehen, damit sie die anderen nicht stören. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wie soll man sich am besten verhalten, wenn man gerade weiß, man wird geprüft und Allah Ta'ala meint es auch nur gut mit einem, aber es stört einen. Also diese Situation. Na. Man hat halt, also es kommt einem so vor wie halt eine Krankheit so und man wird es nicht los. Der Bruder fragt, wie soll man sich verhalten in einer Situation, wo man weiß, man wird gerade von Allah Azza wa Jal geprüft werden. Man wird von Allah Azza wa Jal geprüft. Nur, obwohl man weiß, dass Allah Azza wa Jal das nur macht, weil er einem liebt, so fühlt man sich dabei unwohl. Süß die Frage. Diesen Diener Allah sage ich eins. Und das sind die Wörter der Gelehrten, liebe Geschwister. Sie sagen über die Geduld, die Einnahme von der Geduld ist nur bitter, aber ihr Ausgang ist Honig. Habt ihr das verstanden? Die Einnahme von der Geduld ist was? Bitter. Bitter. Das heißt, wenn man Geduld zeigen muss, das ist bitter. Das braucht viel Überwindung. Aber der Ausgang ist was? Honig. Und das ist das Paradies. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, was-sabr diya. Die Geduld ist Glanz. Warum hat er nicht gesagt nur? Glanz, sagen die Gelehrten, weil wenn eine Person von der Sonne profitieren möchte, so muss er was hinnehmen? Die heißen Strahlen. Der kann nur von der Sonne profitieren, wenn er auch die heißen Strahlen aussieht. Was sind die heißen Strahlen? Die Prüfung. Natürlich ist das in diesem Moment schwer. Aber was überwiegt? Ich bitte euch, was überwiegt in euren Herzen? Allah prüft mich jetzt nur, weil er mich liebt. Eigentlich müsste das reichen für uns, dass wir sagen, Subhanallah, das ist doch ein Beweis dafür, dass Allah uns liebt. Würdest du gerne wissen wollen, ob Allah dich liebt? Du? Du? Da hast du den Beweis. Wer will das nicht? Wer will nicht, dass er weiß, dass Allah Azza wa Jal ihn liebt? Und daher, natürlich, Allah, wie wir gesagt haben, er prüft uns nicht,
mit etwas, was wir locker aushalten würden. Mit der Essiggurke habe ich euch ein Beispiel gegeben. Sondern vielmehr prüft Allah Azzawajal uns mit was? Mit Dingen, die uns wehtun, um zu sehen, ob wir mehr auf die Geduld und die Belohnung Allahs hoffen und auf seine Liebe, oder ob wir mehr uns selbst, walayadu billah, für einen anderen Weg entscheiden, außer den Weg Allahs. Na, wallahu ta'ala ala wa a'la. Tafadda. Tafadda. Schwestern. Achso, hey, machen wir erstmal von den Schwestern die Frage, weil vielleicht müssen sie fragen. Was kann ich tun, wenn meine Eltern auf eine gemischte Hochzeit bestehen? Nein, das darfst du nicht tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Man darf einem Geschöpf nicht gehorsam sein, wenn man dabei gegenüber Allah azzawajal ungehorsam ist. Das bedeutet, Allah hat das höchste Recht über uns. Wenn Allah subhanahu eine Sache verbietet, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam eine Sache verbietet, dann ist es gleichgültig, was deine Eltern sagen. Ja, weil manche verstehen das falsch. Einer kommt zu seiner Frau und sagt, ich erlaube dir, du brauchst den Hijab nicht mehr anzuziehen. Ist das seine Erlaubnis? Von wem ist das? Der Befehl? Von Allah Azza wa Jalla. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und nicht für eine gläubige Frau, wenn Allah und sein Gesandter etwas entschieden haben, dass man hier noch die Wahlmöglichkeit hat, selber zu entscheiden, was man gerne machen möchte. Und wer Allah und seinem Gesandten entgegenwirft, so ist er bereits schon im deutlichen Irrtum. Welche Eier ist schwerwiegender als diese? Na, dann sagt man zu den Eltern, dass dieses religiös nicht erlaubt ist. Auch wenn sie schimpfen, sollen sie schimpfen. Damals hatten die Sahaba auf Prüfung von Allah Azzawajal gewartet. Warum ist es heute das Gegenteil? Nein, das stimmt so nicht. Passt auf mit der Ausdrucksweise. Die Sahaba haben nicht auf die Prüfung von Allah Azzawajal gewartet. Vielmehr haben sie sich Sorgen gemacht, wenn sie nicht geprüft wurden. Unterschied oder nicht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung bei Ibn Majah, la tatamannu liqa'a adu, wünscht euch nicht, auf den Feind anzutreffen. Wünscht euch nicht, auf den Feind anzutreffen. Aber wenn ihr auf ihn antrifft, dann seid geduldig. Das heißt, du darfst dir nicht die Prüfung wünschen. Warum dürfen wir uns nicht die Prüfung wünschen? Warum? Nein. Weil wir nicht wissen, ob wir sie bestehen. Wir wissen nicht, ob wir sie bestehen oder nicht. Sind manche Leute schon an der Prüfung, mit der Prüfung untergegangen, ja oder nein? Viele. Viele. Deswegen wünsche dir nicht die Prüfung. Aber mach dir Sorgen, wenn du nicht geprüft wirst. Dann stimmt irgendetwas nicht an deinem Glauben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin die Rechtschaffenden, ثم الأمثل فالأمثل, daraufhin die ihnen Nahestehenden und die ihnen Nahestehenden. Wer wird am härtesten geprüft? Die Gläubigen. Was würde nach unserer Meinung, wer wären nach unserer Meinung die Leute, die am härtesten geprüft werden müssten? Die Sünder. Durch und durch. Aber nein, Allah prüft die Gläubigen am härtesten. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ist es richtig, dass der Onkel Hamza radiallahu anhu von Rasulullah zusammen mit Abdullah bin Jahsh und Mus'ab ibn Umair im Qabr liegt? Auf jeden Fall, das war die Schlacht von Uhud. Da wurde Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu wa arda getötet, liebe Geschwister. Und es waren viele unter den Gefährten, die mit ihm zusammen in das Grab hereingelegt wurden. Na'am, auch Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu, er starb an diesem Tag. Bei Mus'ab haben wir eine klare Überlieferung, dass Mus'ab radiallahu anhu, er war ein reicher junger Mann und er hat das Leben genossen in vollen Zügen. Und als er ein Scherb war, ein Jugendlicher, hat er sich Gedanken über das Leben gemacht. Dann hat er von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört und er liebte die Worte vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam und hat aufgrund dessen den Islam angenommen. Walhamdulillah rabbil alamin. Und später ist er gestorben bei der Schlacht von Uhud, liebe Geschwister. Er lag auf dem Boden. Und man hat ihn mit einem Wie ging das Dua im letzten Moment deines Lebens, damit Shaitan nicht die Religion ändert? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte ein Bittgebet, in dem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika
أن يتخبطني الشيطان عند الموت. اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. Oh Allah, ich suche Schutz bei dir, dass der Schaitan im letzten Moment meines Lebens kommt und mich beeinflusst, mich von der Religion wegbringt. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Guck mal, diesen Schlau, die haben in einem Zettel 5 versteckt darum. Subhanallah. Allah schlau. Inna kayda hunna azim, sagt Allah azza wa jalla. Ihr Plan ist sehr gewaltig. Laut Hadith geht der Khushu' als letztes verloren. Ist das zeitlich für die gesamte Umma zu verstehen oder individuell für den Anfang einer schlechten Entwicklung? Ist das zeitlich für die gesamte Umma? Nein. Es wird immer eine Gruppe von Leuten geben, liebe Geschwister, die auf dem Weg der Wahrheit festhalten und auch das Richtige und das Gute tun. Das sind nicht alle, das ist eine Gruppe. Aber viele Leute, wenn du das siehst, bezeichnen, sie haben leider Religion vernachlässigt. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Darf die Frau während ihrer Monatsblutung den Koran auf dem Handy lesen? Ohne Probleme, inshallah ta'ala. Was bedeutet das, dass man mit sich selbst geprüft wird? Ja, mit deinem eigenen Nefs. Du kannst Krankheiten selber bekommen. Du kannst deprimiert sein. Es gibt viele Sachen, die sich heute in der Zeit verbreitet haben. Depressionen. Sehr viele Leute leiden unter Depressionen. Sehr viele Leute sind beim Psychologen. Die Psychologen haben nicht einen Termin vor 6 Monaten. Übernehmen. Man kann mit sich selber geprüft werden. Du kannst selber eine Fitna für dich sein. Wallahu ta'ala ala wa. Muss der Toilettendeckel zu sein, wenn man Wudu nimmt? Mach den Toilettendeckel allgemein zu, inshallah ta'ala. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich, diese eure Toiletten sind bewohnt. Bewohnt von wem? Von Djinn. Sind bewohnt von Djinn. Darum, wenn ihr die Toiletten besucht, sagt Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'if. Oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und den weiblichen Schärften. Diese Toiletten sind bewohnt, wie wir gesehen haben. Und wir wissen, die Djinn sind an welchen Plätzen? An den schmutzigsten Plätzen. Und daher, liebe Geschwister, sollte man auch nicht zu lange auf Toilette verbringen. Manche bleiben eine Stunde. Ja? Der schreibt Bücher auf Toilette. Einer isst auf Toilette, einer guckt sich Fernsehserien. Ich meine das im Ernst. Guckt sich Fernsehserien, nimmt Handy, guckt sich Fernsehserien. Was sagt der Prophet, was dann diese Toiletten sind? Bewohnt von wem? Von Djinn. Ja, dann bitte gucken mit den Djinn zusammen, Djinni oder wie die Serie. Was passiert, wenn man die erste Strafe der Prüfung nicht besteht? Das kommt darauf an. Wenn man dann gänzlich zurückfällt, dann a'udhu billah. Aber wenn man dann neuen Mut fasst und Allah azza wa jalla um Vergebung bittet, dann wieder Anlauf nimmt, dann alhamdulillah rabbil alamin, kommt man wieder ins Spiel zurück. Wie geht es weiter? Was soll man dann machen? Ist man dann ein Heuchler? Auf jeden Fall dieser in dem Moment, der nicht die Prüfung von Allah azza wa jalla bestanden hat, dieser ist erstmal nicht ein Wahrhaftiger. Und er muss seine Wahrhaftigkeit dann beim nächsten Mal bestehen. Und solange er nicht als Wahrhaftiger gilt, bleibt er Lügner. Möge Allah uns bewahren. Wie ist es mit der islamischen Bestattung, wenn ich es rein nach der Sunna machen möchte? Kann ich eine Art Testament hinterlassen an meine Eltern und Verwandten? Ja, das kannst du gerne machen, dass du auch die Sachen schreibst. Es gibt auch im Buch von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, es wurde übersetzt, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Ahkamul Janais, die Regeln über das, die Regeln über die Bestattung. Und da drin gibt es ein Testament. So, dass man reinschreiben kann, worauf man besteht, wenn man gestorben ist. Wallahu ta'ala ala. Wenn man Allah um Vergebung bitten möchte, muss man dabei die Sünden einzeln benennen oder ist es ausreichend, wenn dies allgemein gehalten wird? Du musst wissen, dass du nach jeder Sünde bereuen musst. Wenn du eine Sünde begehst, einer trinkt Alkohol, einer macht Zina, einer lästert, einer macht dieses und jenes, er muss bereuen bei Allah azza wa jalla. Und die Verzögerung dieser Reue bringt eine neue Sünde mit sich. Wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte.
Die Verzögerung dieser Reue bringt eine neue Sünde mit sich. Aber eine Person ist jetzt den Sünden verfallen. 4, 5, 6 Monate, er kann nicht mehr seine Sünden überschauen. Hier sagt er ein Bittgebet, insha'Allah ta'ala, so dass Allah azzawajal ihm alles vergibt. Der Prophet s.a.w. sagte, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, er sagte, Allahumma aghfir li dhanbi diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, alaniyataha wa sirraha. O Allah, vergebe mir die Sünden, die großen davon und die kleinen. Diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, die ersten davon und die letzten, die offensichtlichen und die versteckten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Diese Fragen habe ich auch beantwortet, ich weiß nicht. Ja, subhanallah, wir haben, alhamdulillah, wir haben bestimmt, Allah, wie viele Fragen, Antworten haben wir? 400. Von der letzten Zeit, aber davor haben wir auch noch welche. Also ihr werdet mindestens 700 Fragen und Antworten, Wallahu ta'ala ala wa a'lam, finden. Das ist alles beantwortet. Ihr braucht nur einmal reinzugehen, eure Hände auf die Flächen zu tun, Abu-l-Bara einzugeben, ein Stichwort, was mit der Frage zusammenhängt, reinzugehen und dann habt ihr die Antwort. Ich entschuldige mich, manche Antworten sind länger als 3 Minuten. Wenn ihr keine Geduld habt, dann was soll ich machen? Ist es für eine Frau erlaubt, den Niqab zu tragen, bevor sie sich mit den Beweisen und dem Urteil darüber auf Pflicht oder auseinandersetzt, wobei die Eltern es verbieten, würde man eine Sünde begehen, weil bei einer Pflicht ist es ja klar. Also, die Sache ist so, liebe Geschwister, wenn, nein, sie muss sich nicht mit den Beweisen auseinandersetzen, dass sie weiß, ob Niqab jetzt Pflicht oder Sunna für sie ist. Wenn sie das tragen möchte, dann bitteschön. Ich empfehle, dass eine Frau erstmal sich so bedeckt, dass ihre gesamten Reize bedeckt sind. Dass sie sich erstmal bedeckt und was stärkt ihren Iman. Warum sagen wir das? Was nützt dir das? Heute trägst du Niqab, morgen legst du ihn an. Ja, weil eine Frau, die nicht gelernt hat, mit dem Niqab umzugehen, die stößt auf Neuland. Es sind sehr üble Menschen hier. Wallahi, wir haben sogar gehört, dass eine Schwester im Park war mit Niqab und dem Kinderwagen ein Shaitan, möge Allah azzawajal ihn vernichten in der Dunya und in der Akhira, der hat einen Hund auf sie losgesetzt, seinen Kampfhund, auf die Schwester, nur weil sie Niqab getragen hat. Deswegen, man begegnet vielen Sachen, vielen Prüfungen. Und stärkt erstmal euren Iman, Schwester, und dann, inshallah ta'ala, kann man immer noch einen Schritt weiter gehen, wie in der Tage. Natürlich das Beste, was eine Frau tragen kann, ist der Niqab. Ist es erlaubt, Bettwäsche zu benutzen, aus der zum Beispiel Schmetterlinge abgebildet sind? Fliegen die oder nicht? Oder nein. Wenn sie nicht fliegen, dann inshallah. Und sie sind nicht, sehen ziemlich realistisch aus, dann vermeide das inshallah. Dann vermeide das inshallah. Wie ist es, wenn man Kleidung, Pullover, T-Shirts an eine Organisation gibt, von der bekannt ist, dass Muslimen gegeben wird? Was passiert, wenn eine Frau, die meine Kleidung erhält, sie draußen trägt? Eine Frau muss sich ja islamisch bedecken. Ich hoffe, die Frage. Die Schwester stellt die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Klamotten spendet. Okay, wenn man jetzt zum Beispiel Klamotten spendet. So, eine Frau gibt zum Beispiel eine Jeanshose. Diese Jeanshose ist islamisch oder nicht islamisch? Na, was, wenn man eine Abaya darüber trägt? Nicht so schnell. Eine Frau darf unter dem Hijab, unter dem Niqab tragen, was sie möchte. Aber darüber muss alles bedeckt sein. So, natürlich fragt jetzt die Schwester vor dem Hintergrund, wenn sie einer Schwester eine Jeanshose gibt oder sonstiges, von jetzt den Geschwistern, die in Syrien sind oder anderswo, möge Allah azzawajal ihnen Erleichterung schaffen. Natürlich ist das keine Abaya oder keine islamische Bekleidung, aber ich frage euch, liebe Geschwister, was ist besser, die Aura zu öffnen oder eine Jeanshose zu tragen? Das heißt, hier geht es um was? Um das kleinere. Um das kleinere Übel. Deswegen, die Sache ist damit verbunden, dass die Leute erstmal überhaupt etwas zum Anziehen haben. Ihr werdet euch wundern. Denkt ihr, sie haben alle zum Anziehen? Wallahi, manche tragen nicht Schuhe. Wisst ihr, was sie tragen? Latschen. Was für Latschen? Ja, nee. Diese von Dosen, diese Unterdings, damit sie darauf laufen können. Das tragen sie. Ja, das ist die Realität. Habe ich es richtig verstanden, dass man das Tarawih-Gebet mit 8 Raka'a
verrichtet jeweils nach 2 Raka mit Taslim beendet und die letzten 3 Raka als Mittel betet insgesamt 11 Raka. Wenn es mir schwer fällt, 11 Raka zu beten, kann ich eine geringere Anzahl beten? Ist das Prinzip immer gleich? Schau, die leichteste Form vom Witr-Gebet ist wie viel Raka? 1 Raka, nach der Überlieferung von Ibn Abbas, radiallahu an, 1 Raka. Und du kannst bis 11 Raka das Witr-Gebet machen. Wie ist die Reihenfolge oder beziehungsweise wie ist der Ablauf? Na, wenn du 1 Raka betest, dann brauchen wir nicht darüber zu reden. So. Und das wird immer ungerade gebetet. Entweder 1 oder 3 oder 5, 7 und Mathe habt ihr alle gelernt. So. Wenn jemand jetzt 3 Raka betet, in welcher Raka setzt er sich hin? In der zweiten oder in der dritten? Erst in der dritten, nicht in der zweiten. Und wenn er die 5 betet, dann in der fünften. Na? Und sie kann sich selber aus. Ich empfehle, fang mit 1 Raka an. Wir haben Geschwister, die sagen eigentlich 11 Raka von der Sunna, man könnte mehr machen. Ja. Das sagt er wie lange? 1 Woche. Danach tot im Bett. Ich kann nicht mehr. Fang klein an, liebe Geschwister. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Überlieferung ist von Aisha radiallahu anha. Sie sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die liebsten Taten gegenüber Allah, was? Die beständigen sind, wenn sie auch wenig sind. Lieber spendest du jeden Tag 15 Cent, 10 Cent, 20 Cent, als wenn du sagst, heute ist mein Tag, 100 Euro. Hol ihn raus. Ja, und dann siehst du ihn nie wieder. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass man was? Beständige Taten macht. Wallahu ta'ala ala. Ich weiß nicht, Schwester, ob du schon eine Woche vorher geschrieben hast. Die sind alle von dir. Um es kurz zu halten, eine Schwester hat sich immer mehr von mir entfernt, weil ich sie in einer Sache, die haram ist bzw. zum Haram führen könnte, nicht unterstützt habe. Sie hat dies mehr als Angriff gesehen, obwohl ich im Rahmen des Erlaubten versucht habe, zu helfen, das Siha zu geben und so weiter. Letztendlich meinte sie, ich brauche mich bei ihr nicht zu melden. Wie ist es hier mit dem Hadith und den 3 Tagen? Ja, sie ist die Sündige, nicht du. Sie ist die Sündige, nicht du. Und eine Freundschaft bedeutet nicht, dass man jemandem bei was hilft? Beim Haram. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran in Surat Al-Ma'idah, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Helft einander in Güte und in Freundschaft. Helft nicht einander in Sünde und in Feindschaft. Das heißt, du hast richtig gehandelt, du gibst dir eine Nasiha, sie soll diese Sache nicht machen. Und wenn sie deswegen auf dich sauer ist, dann Alhamdulillah Rabbil Alameen. So wisse, Allah liebt dich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man ahabba lillah, wa man abghada lillah, wa man a'ta lillah, wa man mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Derjenige, der für Allah liebt und für Allah hasst und für Allah gibt und für Allah zurückhält, so hat er den vollständigen Glauben erreicht. Wir suchen nicht das Wohlgefallen der Leute, wir suchen das Wohlgefallen Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist sehr gefährlich. Er sagte, man iltamasa rida Allah. Man iltamasa sakhat Allah bi rida nas sakhat Allahu alaihi. Derjenige, der die Unzufriedenheit Allahs damit eintauscht, dass die Menschen mit ihm zufrieden sind, so wird Allah auf ihn zornig sein. Und Allah wird die Menschen auf ihn zornig machen. Das heißt, selbst wenn du bei deiner Freundin guten Eindruck schindest und ihr hilfst, später wird sie zornig auf dich sein. Subhanallah. Und wer, وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ اللَّهِ بِسَخَةِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Und derjenige, der Allahs Wohlgefallen erstrebt, indem er aber die Menschen zornig auf sich macht, so wird Allah mit ihm zufrieden sein und die Menschen ihn lieben lassen. Das ist Überlieferung. Und subhanallah, das ist wirklich so. Na, tafadl. Es wird gefragt, ob man im Jugendamt arbeiten darf, wo es auch Situationen geben kann, wo man den Eltern das Kind dann wegnimmt. Darf man beim Jugendamt arbeiten, wo es auch Situationen geben kann, dass man den Kindern, dass man den Eltern die Kinder wegnimmt? Allah, ich sage euch ganz im Ernst. Ich habe mit einigen Geschwistern gesprochen und sie haben mir gesagt, dass von manchen Familien schon ihre Kinder weggenommen wurden
weil sie sogenannte Islamisten sind, ja. Und Islamist, wer definiert das Wort? Sie. Ich weiß persönlich von Fällen in Bayern, den Fall kenne ich persönlich, dass das Jugendamt eine Familie sehr terrorisiert hat, eine muslimische Familie, und jetzt den Eltern gesagt hat, ja, also wir sehen, ihre Tochter ist traurig, weil sie sind ja auch 24 Stunden da, und wir sehen, ihre Tochter ist zurückhaltend im Kindergarten, ist ja normal, dass wenn ein Kind im Kindergarten ist, nicht sofort mit jedem spielen möchte, also haben wir ein eigenes Programm für sie festgelegt, dass sie immer auf Reisen mit anderen Leuten gehen soll. Und sie darf jetzt die Stadt nicht verlassen, wenn sie ihre Tochter bei sich behalten möchte. Deswegen, liebe Geschwister, das ist nur ein Fall, den ich berichtet habe. Ich kenne noch viele andere Fälle von Geschwistern direkt. Und ich empfehle nicht, bei so einer ungerechten Vereinigung zu arbeiten. Wallahu ta'ala ala wa a'na. Darf man Jurastudium als Anwalt danach arbeiten in Deutschland oder ist das haram? Im Übrigen, subhanallah, diese Pädophilen, die ihre Kinder wirklich, wie heißt das, missbrauchen, da wird das Kind nicht sofort weggenommen. Ne? Da kommt erstmal ein Besuch. Ich weiß von einem Bruder, der hat mir erzählt, bei ihm war das Jugendamt zu Hause. Warum? Die Nachbarn haben gesagt, der schlägt seine Kinder. So einfach, weil sie ihn hassen. Sie haben sich zusammengetan und haben gesagt, der schlägt seine Kinder. Daraufhin ist das Jugendamt sofort gekommen. Sie haben ihn nicht um Stellungnahme gebeten. Überlegt mal, aber bei einem Pädophilen, der darf sein Kind erstmal 5 Jahre vergewaltigen und dann kommen erste Prozesse und so weiter und so fort und er vergewaltigt das Kind weitere 3 Jahre. Bei einem Alkoholiker genauso und bei anderen Leuten, aber bei Islamisten, bedeutet Leute, die ihre Kinder mit Werten erziehen, da subhanallah sieht die Sache anders aus. Und deswegen, liebe Geschwister, schon ein Grund, um rauszugehen aus diesem Fall. Na, Vater. Ich hatte gefragt, ob man Jura studieren darf und als Anwalt danach in Deutschland arbeiten. Als was arbeiten darf? Anwalt. Anwalt. Darf man Jura studieren und als Anwalt arbeiten? Nein. Man darf nicht die Gesetze der Kuffar erlernen ohne einen islamischen Grund. Weil das Gesetze der Kuffar sind und nicht mit unseren Gesetzen übereinstimmen, vereinbar sind. Deswegen, derjenige, der nur Jura studiert, um zum Beispiel die Anwendung dieser Gesetze hier in diesem Land, die Anwendung dieser Gesetze in diesem Land umsetzen möchte, dieses ist nicht erlaubt. Und unsere Gelehrten haben das verboten. Sie haben nur gesagt, dass man die Gesetze der Kuffar studieren darf, um sie zu widerlegen. Aber nicht, ich rede jetzt über ihre Gesetze, die mit Hukum verbunden sind. Nicht über Gesetze, die nichts mit unseren Gesetzen zu tun haben. Bitte versteht das. Hat Verkehrsgesetz mit unserer Scharia zu tun? Deswegen, manche Leute verstehen alles falsch. Es gibt Gesetze, die haben nichts mit unserem Gesetz zu tun. Ich rede jetzt über Gesetze, die auch mit Scharia zu tun haben. Hier, wie zum Beispiel, was könnte das sein? Scheidungsrecht zum Beispiel. Und diese Trennung und diese ganzen Sachen. Nein, darf diese Person nicht studieren. Eine Schwester fragt, wie kann man den Ehemann dazu bringen, dass er mehr Zeit für seine Ehefrau sozusagen hat? Wie kann man den Ehemann dazu bringen, dass er mehr Zeit für seine Familie aufwenden soll? Dieser soll Allah azza wa jalla fürchten. Und die Überlieferung ist klar, liebe Geschwister, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu arda, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, er kam zu einem Mann, wo sich seine Frau über ihn beschwert hat. Seine Frau sagte, dieser Mann gibt mir kein Zeit, kein Recht. Entweder betet er in der Nacht, oder er fastet am nächsten Tag, oder er ist beschäftigt mit Dhikr und Koran lesen. Dann sagte Salman al-Farisi zu ihm, Allah Azza wa Jalla hat Recht über dich, und auch deine eigene Seele hat Recht über dich, als auch deine Familie. Dieser Mann hat gesagt, okay, das sind seine Worte, ich gehe mal zu. Zu wem? Zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und so seht ihr, sie sind immer zurückgegangen zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, weil er Recht hat. Als er bei ihm war und ihn gefragt hat nach der Angelegenheit und gesagt hat, dass Salman al-Farisi ihm dieses gesagt hat, radiallahu anhu, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa Salman. Salman hat die Wahrheit gesprochen. Deswegen, der Mann soll Allah azza wa jalla fürchten und er soll seiner Frau das Recht geben, was sie auch von ihm verlangen darf. Okay? Es gibt Männer, der sagt dir, ja, ich muss ganze Zeit beten und fasten und dies und das. Ja, subhanallah, bist du Engel? Bist du ein Engel? Ja, dann schlaf auch nicht, weil die Engel schlafen nicht. Und dann isst auch nicht, weil die Engel essen nicht. Nö, das brauche ich. Ja, du brauchst auch andere Sachen. Diese Religion ist nicht gekommen,
damit wir 24 Stunden beten oder fasten oder sonstiges. Nein. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ich schlafe und ich... und ich will sofort essen zum Abend. Okay, jetzt kommen wir zu gleich. Ich faste und ich esse. Und ich heirate die Frau. Und wer sich von meiner Sunna entfernt, der gehört nicht zu. Androhung oder nicht? Androhung. Wir sind keine Engel. Subhanallah, wir sind keine Engel. Versteht das? Es gibt Männer, Wallah al-Azim, 24 Stunden, der kümmert sich nicht um seine Familie. Ganze Zeit. Die haben gar nichts von ihm. Und Jared wäre er ein Chef, wo man das verstehen würde, der wirklich für die Umma nützlich ist. Wo seine Frau auch sagt, bitteschön Chef, das ist deine Aufgabe und ich verzichte auf mein Recht. Jared, wala Chef, wala Batata. Dann sitzt den ganzen Tag in der Moschee und zählt die Ballen. Am besten machen Gitter davor, damit da auch keine Fliegen rein. Was ist das für eine Art? Subhanallah. Deswegen, jeder hat ein Recht über dich. Und diese Rechte müssen verwirklicht werden. Wallahu ta'ala. Es wird gefragt, ob man neben dem islamischen Nikah auch standesamtlich heiraten darf. Darf man standesamtlich heiraten? Man darf. Aber ist das jetzt unabdingbar? Nein, ist nicht. Du brauchst das nicht. Wenn du willst, bitteschön. Aber wal'iyadu billah, das, was manche sogenannte Imame heutzutage machen, dass sie sagen, erst mit dem Standesamt ist die Heirat gültig, a'udhu billah. Das passiert, wenn man Allah vergessen hat und sich anderen Leuten zugewendet hat. Möge Allah uns bewahren. Wallah, ich höre das von so vielen Geschwistern, die sagen, nein, mit der standesamtlichen Heirat ist erst die Heirat gültig. A'udhu billah. Weißt du, was dieser Ausdruck heißt? Das heißt, die Scharia ist für uns nicht richtig. Aber wenn man ein Jahil ist, versteht man nicht die Worte, die man spricht. Na, tafadda. Ich habe zwei kurze Fragen, wenn du erlaubst. Und zwar das Hochkrempeln von Ärmeln und den Zopf im Gebet soll ja nicht erlaubt sein. Gilt das auch für Frauen? Also in Bezug auf Zopf unter dem Kopftuch? Eine Frau? Nein. Die Sache ist, das gilt jetzt für die Männer. Weil eine Frau hat sowieso was. Die ist doch bedeckt. Eine Frau ist bedeckt. Na? Und eine Frau hat, wie sie will. Sie kann ihre Haare machen, wie sie will. Na? Beim Mann ist das mit dem, es hat ja auch einen Sinn. Warum soll er seine Haare aufmachen, der Mann? Weil die auch Sujud machen. Weil auch die Haare Sujud machen und er wird belohnt dafür. Ja. Mal vor. Na. Und das Hochkrempeln kannst du jederzeit machen, außer im Gebet. Gibt es auch für die Hose? Nein. Für die Hose, Habibi, die muss immer über den Knöchel sein. Im Gebet und außerhalb des Gebets. Ich meine jetzt, wenn sie so ist. Auch nicht krempeln. Ja? Nein, die soll über den Knöchel sein. Wir reden hier über 1 Zentimeter. Wallah, ich mache euch das Beispiel. Die Nazis, der macht bis zur Hälfte weg und zieht sich Springerstiefel an. Der macht mehr die Sunna als wir. Ist das nicht beschämend für uns? Subhanallah. Na. Eine zweite Frage, Haartransplantation, ist das erlaubt? Ist Haartransplantation erlaubt, wenn man vorher Haare hatte und durch eine Krankheit oder durch einen Umstand, wenn man diese Haare verloren hat, dann inshallah ta'ala kann man sich Haare transplantieren lassen. Das ist eine Fatwa von Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Das heißt, ein Mann hatte Haare. Schaut mal, unterscheidet immer bei Schönheitsoperationen zwischen einer Sache, die eigentlich da war und man kennt sie, dass sie normal zum Körper gehört, und zwischen einer Sache, wo man nicht zufrieden ist und deswegen diese Sache ändert. Das ist ein richtiger Unterschied. Na? Und die Personen, die zum Beispiel Haare oder Ansatz von Haare hatten und danach haben sie auf einmal eine Glatze, inshallah ta'ala, die dürfen eine Haartransplantation machen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ich habe eine Frage über eine Person, der bewirbt sich bei einer Arbeit, dann kriegt er ein Vorstellungsgespräch, aber sieht er zum Beispiel sein Bart, auf dem Grund, dass er das bekommt. Und dann sieht er, dass er es doch nicht bekommt und er macht das immer wieder und wieder. Und wie soll man mit dieser Person umgehen? Was soll man ihm sagen? Was soll man einer Person sagen, der sein Bart rasiert, damit er eine Arbeit bekommt? Und dann bekommt er sie doch nicht. Genau das war der Grund. Genau das war der Grund. Wenn wir rational sind, verstandesgemäß sind, bei was wird Allah uns... Erstmal sind wir alle der Meinung, dass Allah der Razzaq ist, der Versorger. Sind wir alle der Meinung, dass nichts passiert, außer mit dem Willen Allahs. Sind wir alle der Meinung, dass wenn die gesamte Welt sich gegen uns stellt, aber Allah eine Sache entschieden hat, dann bekommen wir sie. Und sind wir der Meinung, dass wenn die gesamte Welt für uns eine Sache
will, aber Allah möchte sie nicht, dann bekommen wir sie nicht. Okay. Dann wie kann es sein, dass diese Person tatsächlich denkt, dass wenn er Haram macht gegenüber Allah, dass Allah ihn noch begünstigen wird? Wie? Wie kann das sein? Das kann niemals der Fall sein. Ein Rationaler wird niemals so denken, weil Allah Azza wa Jal uns nur geben wird, wenn er auch mit uns zufrieden ist, wenn er uns liebt. Aber den Kuffar gibt er auch. Und den Sünder durch und durch gibt er. Warum? Als Liebe oder als Strafe? Als Strafe. Na? Und deswegen diese Person, er soll wissen, wallahi, sein Bart kann bis zum Boden gehen. Wenn er will, wenn Allah das geschrieben hat, schreibt er sie. Schaut mal, überlegt mal. Musa alayhi salatu wassalam war ein kleiner Junge. Nach wen hat Pharaon gesucht eigentlich? Nach Musa. Wen hat er in seinem Haus beherbergt? Musa. Er hat 70.000 Kinder geschlachtet, nur um wen zu treffen? Musa. Weil er geträumt hat, dass ein kleiner Junge ihm, was? Von Bani Israel sein Königreich nehmen wird. Und er hat alle geschlachtet. 70.000 Kinder, so schreibt die Geschichte. Jetzt unabhängig davon, ob das stimmt. Und Subhanallah, war gerade den, den er sucht, der ist in seinem eigenen und benutzt auch seinen Witz. Ich meine, wenn man das nicht versteht, was soll man verstehen? Bitte. Wenn Allah eine Sache entscheidet, dann ist sie so. Dann ist sie so, ja. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Was ist der genaue Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Was ist der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Ar-Rahman bedeutet der Al-Erbarmer. Und Ar-Rahim bedeutet der Barmherzige. Ar-Rahman bedeutet der Al-Erbarmer für jedes Geschöpf. Allah Azza wa Jal ist zu jedem Geschöpf Al-Erbarmer. Das bedeutet, kriegen die Heuchler hier Essen und Trinken? Haben sie Annehmlichkeiten im Leben? Kriegen die Kuffar genau dasselbe? Richtig. Und auch die Gläubigen. Dieses ist von Allah Azza wa Jal an jedem seiner Geschöpfe. Dieses ist in der Dunya. Aber in der Akhira, zu wem ist Allah barmherzig? Nur zu dem. Nur zu dem. Wallahu ta'ala ala. Und Allah ist nicht nur in der Akhira barmherzig zu den Gläubigen, auch in der Dunya. Na. Das ist verstanden. Wenn man jetzt eine Sache zum Beispiel verkauft, für, sagen wir mal, 1000 Euro, und jemand möchte einen Kaufvertrag schreiben, ist es erlaubt, auch eine höhere Summe in den Kaufvertrag mit reinzunehmen für ihn, also nicht im Vorteil für sich selber, sondern für ihn, dass er das zum Beispiel absetzen kann von der Steuer oder sonstiges, darf er dann einen höheren Betrag eingeben, als der bezahlt wurde? Wie ist das, wenn man einen Kaufvertrag festlegt für einen Handel, den man untereinander betrieben hat? Das ist auf jeden Fall eine Sunna. Das ist auf jeden Fall eine Sunna, liebe Geschwister. Und sogar, subhanallah, in einer Überlieferung, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, von drei Leuten werden die Bittgebete nicht hochsteigen zu Allah. Unter anderem einer, der Handel betrieben hat mit seinem Bruder, dieses aber nicht festgelegt hat. Oder bezüglich dieses Hadith war das bezüglich Ad-Dayn, den Schulden. Er hat das nicht aufgeschrieben. So, jetzt eine Person hat Schulden gemacht bei einer Person und die haben das nicht geschrieben. Weil einer hat ihn vertraut und dies und das. So. Jetzt der, dem Unrecht angetan wurde, dem sein Geld nicht zurückgegeben wurde, der sagt, ja Allah, gib ihm die und die Strafe. Sein Bittgebet schießt nicht hoch. Warum? Weil er hat nicht was getan, die Mittel. Die Mittel. Schaut mal, deswegen soll man aufpassen. Das soll man auf jeden Fall, wenn es gewaltige Geschäfte sind, das heißt nicht, dass das Pflicht ist mit dem Kaufvertrag. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch ein Kamel gekauft, ohne dass er Zeugen dabei hatte oder beziehungsweise Kaufvertrag. Die Sache hat damit zu tun, wenn man jetzt einen Kaufvertrag macht zwischen zwei Brüdern und man hat ja bestimmte Dinge reinzuschreiben in dem Vertrag. Na, unter anderem auch die Tatsachen, die so sind, wie sie sind. Die so sind, wie sie sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man rashana fa laysa minna, wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Wallahu ta'ala ala wa ala. Die letzten Fragen, 1, 2, 3, und vier. Nein. Es wird gefragt, ob eine Frau in ein islamisches Land alleine, also ob sie sich dort alleine aufhalten darf, um nach islamischem Wissen zu streben, wobei sie ohne Mahram sich dann... Eine Frau möchte in ein islamisches Land und dort nach Wissen streben, wie ist die Sache? Wallahu ta'ala ala wa ala. Sie darf das nicht ohne Mahram machen. Sie darf das nicht ohne Mahram machen. Wenn sie Mahram hat, dann Alhamdulillah. Und sonst, sie kann heiraten. Und dann kann sie mit ihrem Mann zusammengehen, weil dieses auch eine Fitna darstellt für eine Frau. Und so, vor allem das alleine Wohnen, das stellt eine Fitna für Frauen dar. Na, wallahu ta'ala ala. Es wird gefragt,
Sollte man das Gebet wiederholen, wenn man das Gefühl hatte, es war nicht konzentriert genug? Wenn man nicht konzentriert im Gebet war, ist das Gebet gültig? Das Gebet ist gültig und das nach Aussage der Mehrheit der Gelehrten. Das Gebet ist gültig. Und das mit dem Beweis, dass der Prophet einmal einen Mann gesehen hat, der kam zu ihm und sagte, ja Rasulallah, ich habe Einflüsterung im Gebet gehabt. Dann sagte er zu ihm, dieser ist ein Shaitan, der nennt sich Khansa. Khansa. Und dieser, was macht er im Gebet? Er versucht uns abzulenken. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass du von dieser Sache betroffen warst, was hat er ihm geraten? Dann dreh deinen Kopf zur Linken und spucke dreimal trocken. Trocken. Wenn das nicht gültig wäre, hätte der Prophet Sassanam ihm das gesagt? Natürlich, aber was sagte er ihm? Vielmehr eine Lösung. Und daher, wallahu ta'ala ala wa'alam, nach Jumhur ul-Ulama ist das Gebet gültig. Nein, nur die sich gemeldet haben. Ich habe drei Fragen. Du, ich sage, aber du warst Magenknot schon als... Na. Was droht einem im Jenseits für nicht bestandene Prüfung? Was droht einem im Jenseits für nicht bestandene Prüfung? Der Prophet s.a.w. sagte, inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahu. Faman radiya falahu rida, wa man sakita falahu sukh. Derjenige, der geduldig ist bei seinen Prüfungen, das heißt, der Geduld zeigt, so ist Allah mit ihm zufrieden. Und wer keine Geduld zeigt, so ist Allah Azzawajal auf ihn zornig. Deswegen, wenn man eine Prüfung hier nicht besteht, muss man dafür bereuen, sodass Allah Azzawajal einem dafür nicht zur Rechenschaft zieht. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Alle Androhungen im Koran und in der Sunna sind immer mit der Voraussetzung, dass man stirbt, ohne bereut zu haben. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wenn man jetzt Schulden genommen hat und man hat es nicht schriftlich gemacht, kann man es dann noch schriftlich machen im Nachhinein? Nein. Die Sache ist dann vorbei. Deswegen macht das, das ist immer sicherer. Weil manche Leute vergessen, und sowieso, wenn der Betrag über 5.000 Euro ist, vergessen sie sehr schnell. Deswegen ist es sicherer heutzutage wirklich, weil die Leute sind nicht mehr so wahrhaftig, wie sie es damals. Wisst ihr, dass von den Eigenschaften der Araber, der Jahiliyyah, sie haben ein Wort gegeben und das stand, obwohl sie noch keine Muslime waren. Ja? Aber bei uns, der ist Muslim, liest jeden Tag Koran, hat auswendig. Von mir hat einer einmal Geld genommen und nicht zurückgegeben. Der ist Koranlehrer gewesen. Alhamdulillah. Möge Allah Azzawajal uns unsere Rechte zurück. Subhanallah, Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah.